Mann, ich habe dir den Code noch nicht geschickt, ne? Oh, bei mir hängt sich der Ladebildschirm auf. Kann das sein? Ja, der letzte paar Meter fehlen mir. Also er lädt, jetzt hat er fertig geladen. Jetzt kann ich den Code anzeigen. Digga, der Code ist Legende. Scheiß in die Hose, tralalala. Ja, etwa so heißt er. Okay. So, habt's dir zugestellt. Mhm. Kann ich jetzt wieder hier auf Ingame wechseln, perfekt, so. Was ist denn los? Ja, geht eigentlich, ne? Oh, es ist eine Null am Anfang wahrscheinlich schon, ne? Das ist wahrscheinlich eine Null am Anfang. Ja, kann. Ja, das ist entweder eine Null oder ein O. Ja, eine Null. War es eine Null? Und jetzt folgt auch eine Ladebildschirm. Jetzt hieß auch ein Ladebildschirm. Jetzt bist du wieder drin. Juhu, Till, hallo. Oh, ey. Ich rede nie mehr mit jemandem. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, es wäre manchmal besser, mit niemandem zu reden. Ja, hat was. So, wir müssen jetzt Häuser bauen. Wasser. Warum kriege ich ein Tutorial für Wasser? Ich weiß es nicht. Vielleicht war das der Grund, warum es nicht mehr ging. Ich sag mal Steine für ein Fundament, ne, für das Haus. Perfekt. Aber Steine kriegst du echt nur das Sammeln, ne? Also nicht irgendwie anderweitig. Noch nicht anderweitig. Das ist halt schon irgendwie smooth. Das kriegen wir schon noch hin. Wo soll ich den einen Holzschuppen noch hinbauen bei uns in der Stadt? Ja, irgendwo, wo es halt Sinn macht. Vielleicht neben unserer Werkbank hier. Irgendwo, ach, das bist nicht du, ne? Ne, ich bin noch 400 Meter entfernt. Ja, unsere Mitarbeiter, die machen ein bisschen Sightseeing, wie es ausschaut. Aber es kommt schon Material ins Lager, wenn ich das so begutachte. Habe ich jetzt nicht. Gut, ich schaue auch die Leute nicht an, ne? Von dem her. Keine. Also ich beobachte nicht die Leute, ich beobachte das Lager. Achso, kannst du das aus der Ferne aus? Ja, bei Verwaltung kannst du in die Lager schauen. Ach so. Da muss ich auch mal hier machen. Wie geht das jetzt nochmal? Ist hier Lager? Hä? Ach so. 9 Stöcke. Durstlöcher. wieso haben wir so viele Weine? Ach so, nee, 0, 0, 0, 0. Okay, alles gut. Toll, wir haben Zwiebeln im Inventar. Ich baue mal einen Weg zu uns ins Dorf. So, am Fluss entlang ist jetzt ein Weg entstanden. Okay, Holzstämme, ach mein Gott. Wie viel Holzstämme macht der pro Tag? 50.000?
Das nee, ist mein Mann. Deshalb brauchen wir ja einen zweiten. Der macht aktuell... Nichts so gefühlt. 13,6. Oh mein Gott, können wir nicht irgendwie Speed geben? Nee. Wenn der seine Fertigkeiten levelt, dann kann er plötzlich mehr. Deshalb, ja. Also warte mal, wo soll jetzt der nächste Holzschuppen hin? Wo möchten Sie diesen haben? Hier hin? Hier da, direkt da hinten? Hier so? Ja, irgendwie. Unter die Pro. Ja, hinter die Pro. So? Digga, warum führst du Selbstgespräche? Bruder, arbeite mal. Oh, du warst hier fleißig, ne? Oh, in der Hasenfalle ist was drin. Ein Hasen. Ah, weißt du, wodurch wir Steine haben können? Nee. Hier hat's Felsen. Da kann man mit einer Steinspitzhacke draufhauen. Dann gibt's Steine. Interessant. Ich mach mal schnell eine. Oh, dann schauen wir uns hier mal kurz. Weißt du, ich finde so, dass aus den Steinen, die wir sammeln, einfach mal ein riesen Fundament gemacht werden kann. Logic, ne? Ist ja irgendwie nicht vorhanden. Oh, noch Stöcke, schwupps. So, wo habe ich die Steinspitzhacke? Auf der 7. Wow, ich hau den Felsen, ich krieg 2 Steine. Also irgendwie bräuchten wir so 100 Holzstämme pro Tag. Wäre irgendwie angenehm. Der Rest ist alles so, naja. Wenn er nur 13 Holz am Tag produziert, das ist ja nichts. Das ist ja... Deshalb brauche ich einen zweiten Holzschuppen. Das ist ja für nichts zu gebrauchen, der Kollege. Bau du mal schön Häuser. Jetzt muss ich mal irgendwie Holz finden. Baut jemand Stein, das bist du, ne? Ja. Du baust gerade wie doof Steine ab. Ja, ich kloppe 10.000 Mal drauf und kassiere 2 Steine. Ist besser, wenn ich sie einfach vom Boden einsammle, bin ich schnell. Ja gut, aber dann könnten so wir den Grabungsschuppen, weil es gibt auch einen Schuppen, der Steine dann sammelt. Den könnten wir hier hinten dann hin platzieren beim Gestein. Warum? Ich habe alles schön zusammen. Okay. Da haben wir es auch für uns zentral und die Leute können ja eh irgendwo sein. Das spielt ja denen, glaube ich, keine Rolle, so wie du mir es mitgeteilt hast. Ich dachte von der Logik her in dem Spiel, weißt du? Nee, als, Logik ist, glaube ich, hier fehl am Platz. Jetzt hast du ja schon das Fundament gebaut. So. So, wollen wir, wenn es dunkel ist, gleich pennen? Ja. Ah, stimmt, ist ja der nächste Tag, oder? Ja. Ah, okay, da braucht immer noch Zeit. Mann, wie viel Zeit brauchen die Kollegen hier? Stimmt, Axt kaputt gegangen. Ja, tolle Wurst. Hier haben wir schon einen Holzstamm im Lager drin. So, und den Holzstamm muss ich jetzt zu Brennholz machen. Weil, wenn wir kein Brennholz in der Truhe haben, dann verbrauchen die Holzstämme als Brennholz. Oh.
Aber aktuell haben wir 6 Stück Brennholz. Das sieht noch in Ordnung aus. Ist noch im grünen Rahmen. So, wie schaut's mit dem rohen Fleisch aus? Wie viel hat er jetzt gebracht? 7 Stück, perfekt. So, die arbeiten auch nachts, oder? Dann können wir jetzt schlafen. Nein, nein. Die machen wirklich Feierabend um 16 Uhr oder so. Das ist aber eine falsche Mentalität hier. Oh, warte mal. Ich weiß, was ich jetzt schnell machen kann. In der Werkstatt schalte ich jetzt mal Holzteller frei. Dafür brauche ich Holzstämme. Wer hätte es gedacht? Weil ich will kurz jetzt in der Nacht schnell Fleisch mit Soße kochen. Mhm. Ich verbrauche schon die ganze Ausdauer, nur bis ich bei den Bäumen bin. Ja, sag ich doch, das ist so ein scheiß Problem aktuell. Wie viel wollen wir noch bauen? Können wir nicht irgendwelche Sachen anbauen? Doch. Kommt alles. Ja, die ersten 2 Jahre in dem Spiel, die sind hart, Till. Danach wird's easy. Wir müssen jetzt noch. Wir müssen noch irgendwie uns einen Boden besamen, irgendwie. Wir müssen übrigens, wir brauchen dann Geld für den Winter. Habe ich ja schon gesagt, weil sonst verfrieren wir. Ich habe gerade Geld für einen Eimer ausgegeben, du Arsch. Ja, und ich jetzt für Dingens, für Teller. Ich denke, wir sind quitt. So, wir haben die Küche freigeschaltet. Perfekt, die kannst du auch gleich bauen. Oh, ich sehe einen halben Marathon mit dem Rennen, ne? Die Küche, da kann man dann wirklich geile Sachen kochen. Dann können wir einen Koch arrangieren, der dann kocht für die Mannschaft. Müssen wir das nicht mehr machen. Logisch, weil er auch Nahrung zur Verfügung hat, ne? Ja. Die werden sie dann schon haben. Sobald wir die Landwirtschaft automatisiert haben, läuft es von selber. Das geht halt die ersten 2-3 Jährchen, bis das dann richtig läuft. Holz, 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 Holz. Holzschuppen, so. Perfekt. Dann kann ich nachher, wenn Herbst ist, flirten gehen und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein kleines Häuschen, dann können wir wieder 2 Leute einstellen. Noch ein Jäger und dann noch ein Dingens. Ich wollte eigentlich Holzteller bauen. Genau. Ein einfaches Haus ist, glaube ich, so zu 25%. Sind wir auf 35% und dann ist fertig hier. Bau mal Holzteller. So um die 70 Stück. Warum so viel? Dann kann ich 70 Fleisch mit Soße herstellen. Du brauchst nur einen pro Tag, oder was? Nein, du isst, du isst circa 4 Fleisch mit Soße pro Tag, damit die Nahrung voll ist. Also, das geht ja nicht. Anderes. Fleisch mit. Aha, das muss ich auch noch kaufen. Jetzt habe ich keine Kohle mehr. Ich brauche etwa 10, ja, sagen wir 6, 7 Holzstämme, aber das hat der Kollege bestimmt alles reingeschmissen hier. So, dann hole ich dann nachher gleich die Zwiebeln. Nein, kein einziges. Mach Überstunden, du knausriger Mann. Hallo. Gehst du wieder flirten? Lass mich nicht genau ansehen. Ich kann hier nicht. Ich wollte dich gut ansehen. So. Unterhalten. Ja, was geht denn so ab, ne? Also dann das Lebensmittellager. Ach, mit meiner Frau kann man hier nicht flirten. Das finde ich irgendwie doof. So, alle Zwiebeln reinpacken. Alles gebratenes Fleisch. Dann meckern die jetzt gleich rum. Ich habe nichts zu essen. Wir können doch gleich pennen. Ich mach nur noch schnell Fleisch mit Soße. Ja, ich schlaf nebenan, ne? Dann kannst du mir zugucken, wie ich 11 Fleisch mit Soße mache. Ach doch, das geht so.